Was will man denn bekommen für ein Schattenläuferfell? Frag ich mich jetzt. Denn da unten haben wir ja einen Schattenläufer und den könnten wir auch vielleicht dezimieren. Wir haben übrigens auch noch ein bisschen Geld. Ich verkaufe gerade mal meine alte Waffe. Ach komm, wir gehen mal zum Kiemis. Der kriegt ja von uns nichts. Hat er sich verdient. Auch wenn er ein dreckiger Bandit ist. Ist ja egal. Zeig mir deine Ware. Ich habe nur die besten Waren im Angebot. Ja, dann zeig. Eine Schlachtaxt, sehr verlockend. 11 von unseren Schwertern. Ach ja, genau, ich wollte ja was verkaufen. Nicht blöd, Mann. Nichts kaufen. Der kann er haben, der kann er auch haben, die kann er haben. Was kriegt er noch? Ach genau, einen feuchten Furz. Alles klar, gut. Na dann, bis demnächst, mein Freund. Ach, ich wollte gerade nochmal... Ah, hör auf. Beruhig dich, vielleicht noch mit ein paar anderen Leuten reden. Hey. Brambor oder dem anderen Typ. Wer waren da noch alles? Weiß ich jetzt gar nicht. Und vielleicht mal nach Aufgaben betteln. Hier, den Typ da hinten. Den Heini. Ja, der Karatos. Hey, vielleicht hätte er eine Quest gehabt. Oder die Herumera, wo ist denn die? Ach, da ist er. Hey du. Nö, ich will nichts beigebracht bekommen. Mit wem wollte ich noch reden? Ach ja, mit diesem Lyrel da oben. Der, wo die ganze Zeit trainiert. Vielleicht hat er ja eine Aufgabe für uns, beziehungsweise mit der ist er ja. Ja, auf dem Stacheldingen auch ganz lustig. Hey du! Außerdem ist er ja unser Lehrer. Und ich glaube, der hat so eine heftige Waffe, oder? So eine mit 90 Schaden oder 95. Lass uns mit dem Training beginnen. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ah Gott. So, mehr können wir nicht. Aber immerhin etwas besser. Jetzt haben wir es auf. Wie viel? Ach ja, 46%. Haben 70 Stärke. Ist doch ganz nett. Also. Jetzt aber mal zu unserem Kollegen, dem Herrn Schattenläufer. Kleinen Besuch abstatten. Allerdings wirklich, das Ruckeln sollte jetzt schon ein bisschen nachlassen, weil. Ja, mach grad weiter so, danke. Weil das macht echt keinen Spaß, wenn man, naja, nur jedes zehnte Bild wirklich sieht. Also was heißt wirklich sieht, also wenn es so ruckelt, ne? Das ist ja eher unschön. Da man da viel weniger Bilder pro Sekunde geliefert bekommt. Und ja, naja, das ist nicht so schön. Ich sehe auch gerade, da wo der Schattenläufer ist, da glänzt auch was. Das ist bestimmt noch so ein Ultra-Ring mit plus 50 Stärke, plus 50 Geschicklichkeit und plus 50 Schutz von allem. Bestimmt. Und das werden wir uns auch gleich mal uns genauer anschauen. Denn wir werden den großen, bösen Schattenläufer jetzt herausfordern. Zu einem vornehmen Duell. Spaß, denn nieten wir um. Oder der nietet uns um, je nachdem. Allerdings möchte ich die Keiler doch lieber erst einzeln erledigen, bevor wir zu dem dicken Brocken kommen. 3 Keiler, ey, das ist doch echt unfair. Allerdings haben wir eine neue Waffe im Gepäck. Eine gute neue Waffe, hoffe ich doch. So, die Horde Keiler sieht uns, rennt direkt zu 10 auf uns los, nein, zu dritt und... Ja, dann haben wir keinen Bock mehr. Doch, da kommen sie. Alle angerannt. Jetzt ruckelt sie wieder. Na toll. Ah, schön. Die haben wir schön erledigt jetzt. Kurzer Prozess. Beziehungsweise gar keiner. So, wo ist der Schattenläufer? Der ist doch irgendwo jetzt da. Es ruckelt. Ich sehe ihn nicht so gut. Das ist schlecht. Da ist der große Böse. Schattenläufer. Und pennt gerade. Und gleich kann er für immer pennen. Für immer kannst du pennen. Hör auf zu ruckeln. Danke.
Oh oh. 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 Ja, hat doch fast geklappt. Hör auf, an mir rumzuknabbern, du Drecksvieh. Scheiße. Ja, ohne Schlachtaxt geht da nix. Erstens hat's geruckelt und zweitens ist es nicht so einfach, das Vieh zu erledigen, denn der schreckt vor nichts zurück. Dem kannst du Schwert durch den Hals rammen. Ist dem scheißegal, der haut erst mal wieder zu, bevor er was anderes macht. Und ihr habt gesehen, wir haben dem relativ wenig gezogen. Vielleicht haben wir ihn nicht richtig getroffen. Vielleicht hätten wir ihm mehr Schaden zufügen können. Allerdings ist das Vieh einfach nur derbe schnell. Und also derbe schnell jetzt vom Angreifen her. Vom Angreifen her halt ist das Ding relativ schnell. Und bin gerade im Überlegen, ob das der richtige Strand ist. Falls nicht, dann auch scheißegal. Jetzt erstmal Lurker töten. Müsste sogar klappen, denn die dürften jetzt eigentlich kein Problem mehr sein. Sind zwar nur 20 Stück, aber ist egal. So, ist machbar. Frage ist jetzt allerdings nur, was vielleicht noch gut wäre, ist, wenn wir, oder was gut wäre, wenn wir, hier, wie heißt's, genau, wenn wir Einhandkampf auf Meister hätten, also perfektioniert hätten unsere Kampfkunst, dann wäre es vielleicht noch einfacher, uns den Schattenläufer vom, ne? Was soll ich jetzt gerade sagen? Vom Leibe zu halten. Das wäre vielleicht dann etwas einfacher. Könnten wir den so gut, dem seine Angriffe kontern, könnten schnell hin und her, ne, also, Moment, also so, ne, nur schneller, dann halten wir uns den vom Leib und ist relativ gut. Allerdings, wie gesagt, müssten wir erstmal perfektionieren. Ab wie viel Prozent ist das, weiß ich jetzt gar nicht genau. Auf jeden Fall müssen wir noch ein bisschen lernen. Aber hier, die Lurker sind überhaupt kein Problem. Oh, da sind Milizen, sehe ich gerade. Schön. Die wieder mal meine Erfahrung klauen. Hoffentlich verrecken sie dran. Obwohl, das wäre mir sogar noch, ja, unlieber. Also, wäre mir sogar noch weniger recht, denn ich will ja die Milizsoldaten töten. Ich kann ihnen ja erstmal helfen. Oder eine Runde zugucken. Nee, Spaß, machen wir nicht. Verreckt dran, ihr Penner. Meine Erfahrungspunkte. Boah, sind die schlecht, ey. Gib den Viechern ordentlich Saures! Ach, der Offizier und der Soldat, alles klar. Hey, wer bist du? Du siehst nicht aus wie einer von uns. Milizsoldat. Nun kannst du dein Können beweisen. Hör mal, du Sack! Oh ja, ihr seid ja echt gut drauf, Freunde. Ja, danke für die Tränke. Das wären, glaube ich, noch sogar noch mehr gewesen, wenn die halt nicht alle weggesoffen hätten, die Säcke. Also, wow. Also, die Milizsoldaten, die waren jetzt wirklich, also, ein schweres Hindernis. Hätten wir fast nicht besiegt. Oh, da ist ein Gürtel. Danke, Kollege. Oh, zerfressener Schlüssel. Danke. Was ist denn das für ein... Naja. Ah, nee. Gürtel war es, ja. Geschicklichkeitsbonus. Wir haben jetzt einmal Gürtel der Gewandtheit und dann einmal Gürtel der Kraft. Ja. Warum haben die so schlechte Waffen? Das war ein Offizier. Nichts zu holen. Ein Offizier mit einem Kurzschwert ist doch nicht dein Ernst, oder? Also bitte. Ich würde sagen, wir gucken uns hier noch ein bisschen um. Erledigen noch ein paar Viecher. Und dann war es das dann auch schon wieder mit der Aufnahme. Allerdings erst einmal ein paar Lurker töten. Nein, da ist eine Muschel. Fast vergessen, oh Gott.
Ich hoffe, wir steigen gleich wieder eine Stufe auf. Das wäre sehr toll. Ja, ja, ich habe deinen Cousin getötet. Jetzt. Pech. Ja, war dein Bruder. Pech. Ja, ja, die wilden Bestien hier überall. Was ist aber da hinten? Da ist eine Truhe. Und wir... Da ist noch so ein Teil. Ich will jetzt gerade mal gucken. Wo ist es denn? Moment, einmal hier. Keine Fackel. Ein zerfressener... Zerfressener Schlüssel. Dieser Schlüssel ist von Meersalz zerfressen. Ja, da kann man nichts machen. Ach du Kacke. Ja... Ja, 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 gut. Freudenausdruck. Juhu, freu. Natürlich alles wegsaufen. Sonst haben wir sogar noch mehr Stärke. Nur 3 mehr, aber ist besser als gar nichts. Da war die passende Truhe anscheinend direkt am Strand. Naja, naja. Also wie gesagt, langsam sind wir wieder, ne? Oh, das ist ein Erzbrocken. Ich glaube, die können wir verkaufen. Ich behalte immer mal so, ne? Man weiß ja nie, was er vielleicht noch braucht. Allerdings könnten wir sie verkaufen, wenn wir sie verkaufen. Könnten. Klang jetzt dumm, ich weiß, aber... Ich bin mir da ja nicht sicher. Später kriegen wir dann eine Aufgabe. Ja, ja, sammel 15 Erzbrocken und dann haben wir keinen. Und das ist auch scheiße. Denn um die zu bekommen, können wir dann mehr ausgeben, als wir bekommen haben. Das ist natürlich auch nicht so schön. Lederbeutel. Da ist ein Fisch, da hinten ist auch ein Lurker auf der Insel. Ich gucke mir jetzt gerade nochmal den Strand hier so ein bisschen an. Denn der fasziniert mich so schön. Oder eher gesagt so stark. Ja, ja. Ja, blute den Sand voll. Damit ja weniger gefräßige und fleischfressende Viecher auf uns losgehen. Sollen wir schon auf das Schiffswrack? Ich bleib da ja lieber noch ein bisschen fern. Vielleicht hat sie irgendwas mit Aufgaben zu tun. Allerdings... Ach, guck mal, das ist sogar ein Strand. Einmal hier so außenrum sehe ich jetzt gerade erst. Und da sind Warane. Die Warane sind... Ich hab's gewusst. Lass mich in Ruhe. Da hinten ist, glaube ich, wieder ein Ring. Glaube ich, erst spät zu haben. Echt den Einhandkampf ein bisschen verbessern. Was haben wir denn hier? Ein Amulett? Ach ja, oder ein Amulett kann auch sein. Ist ja fast das gleiche. Ja. Ja, geht. Ja, sowas doch mal schön. Amulett der Erzhaut. Plus 8. Für allen Schutz. Ist schön. Schutz vor Waffen. 8. Schutz vor Pfeilen. 8. Schutz vor Feuer. 8. Schutz vor Magie. Auch 8. So. Wir trinken jetzt gerade mal die Tränke, die wir netterweise von den Milizen bekommen haben. Kleines Werbegeschenk, keine Ahnung. Und damit hätten wir jetzt auch wieder fast volles Leben. Oder zumindest genug, um hier wieder heil rauszukommen. Und, ja. Jetzt will ich gerade nochmal das hier anwenden. Verstehe. Ja, du verstehst, das ist gut. Verstehe. Ja, das ist gut. Der Doppelblock, den könnten wir verkaufen. Der hat einen Wert von 5000. Mein Gott, warum habe ich das nicht gemacht? Bin ich dumm oder was? Machen wir auf jeden Fall. Demnächst. Ich wollte es gerade... Nee. Wir bleiben jetzt hier und... Dass die Viecher auch alles vollbluten müssen, das kann doch nicht wahr sein. Naja, waren zwar eigentlich wir. Ich will jetzt gerade nochmal gucken, dass hier... Mann! Ach ja, können wir auch noch machen, schnell. Schön, noch eine Perle bekommen. Ich will, dass wir da 4 Stunden stehen haben. Juhu!
erreicht. Ziel erreicht. Gut, deswegen würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin. Ciao.